Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um eine Wahnsinnserkenntnis im Bereich der Homöopathie. Ja, ich bekomme häufig zu meinen Videos Kommentare, da freue ich mich total drüber und manchmal ärgere ich mich auch ein bisschen, denn in unseren Videos empfehlen wir hier und da die gängigen Mittel, die bei bestimmten Symptomen üblich sind. Da sind manchmal auch homöopathische Mittel dabei. Und dann gibt es oft Kommentare, die dann sagen, ja, irgendwie das ganze Video ist Schrott, weil es wird Homöopathie empfohlen oder Homöopathie ist ja Humbug, das ist ja alles nur Blödsinn. Ich finde, man wird da den Leuten nicht gerecht, die jahrzehntelang sich mit Homöopathie beschäftigen und wirklich so gute Homöopathen sind und da tolle Arbeit leisten und unzähligen Menschen helfen. Und es wird immer, oder von manchen wird es in so eine Humbug-Ecke gestellt. Und das ist schade, denn selbst wenn, mal angenommen, die ganzen Kritiker der Homöopathie recht hätten, dann ist es ja trotzdem so, dass sie in irgendeiner Weise funktioniert. Und manchmal bringt es ja den Menschen was. Es ist schon auch klar, Homöopathie ist jetzt nicht ein Wundermittel, also manchmal sogar ist es wie ein Wunder, aber es ist so, dass es jetzt nicht immer jedem bei jeder Krankheit gleichermaßen helfen kann. Das ist das Schwierige mit der Homöopathie. Und was aber das Öl in der Mühle ist oder dass das Öl ins Feuer ist von den Kritikern der Homöopathie, ist dieses Argument, das sind ja nur Zuckerkugeln und da ist ja gar nichts drin. Und daran halten die sich in der Regel fest, die Menschen, die kritisch sind oder zweifeln an der Homöopathie. Das mag bis zu einem gewissen Punkt berechtigt sein, allerdings, und da bin ich so wahnsinnig, wahnsinnig glücklich drüber, gibt es einen indischen Arzt, der mit einer relativ neuen Methode homöopathische Mittel nochmal untersucht hat. Und es war bislang einfach schwer, bis zu einer gewissen Vergrößerungsstufe Dinge anzuschauen. Es gibt mittlerweile neue Formen von Mikroskopen, von Elektronenmikroskopen. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Dr. Rajendran, so heißt der Arzt, der das gemacht hat. Und er hat mit zwei Methoden gearbeitet, mit zwei Mikroskopen. Und zwar einmal das für die Experten unter uns, einmal das hochauflösende Transmission-Elektronenmikroskop und einmal das Feldemissionsscanner-Elektronenmikroskop. Fragt mich nicht genau, was das ist. Ich bin selber kein Physiker oder Biologe. Ich kann das auch nur so wiedergeben. Wen das interessiert, dem lege ich dringend ans Herz, sich das Buch von Dr. Rajendran, Nanodynamik, zu besorgen. Das ist ein wahrer Fundus an Wissen. Und da kommt auch kommen diese Informationen her. Nanopartikel ist das Schlagwort. Mit diesen Mikroskopen ist es möglich, Nanopartikel anzuschauen. Nano, das bedeutet sehr klein. Und von Nano spricht man bei Partikeln ab einer Größe, wenn sie kleiner sind als 100 Nanometer. Dazu vielleicht so den Vergleich. Ein Nanometer ist das, oder andersrum, ist, wenn man eine Papierseite nimmt und die Seite, also die Dicke des Papiers nimmt, das sind 100.000 Nanometer. Das ist also das 100.000stel von einer Papierseite. 100.000 mal unterteilt. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist ein Nanometer. Und ab 100 Nanometern spricht man eben von Nanopartikeln. Und wenn die dann recht klein sind, spricht man auch von sogenannten Quantum Dots. Das sind dann Nanokristalle, die eine Halbleitereigenschaft haben. Das Besondere bei den Quantum Dots ist, dass die im Grunde Quantenreaktionen hervorrufen können und mit Quantenmechanik funktionieren. Das heißt, sie sind beeinflussbar durch bestimmte Dinge von außen, durch unser Bewusstsein unter anderem. Da gibt es hinreichend Beweise in der Physik, dass Bewusstsein auf Quantenebene wirkt. Und sie haben einen starken Einfluss auf die DNA. Sie kommunizieren mit der DNA, diese Quantum Dots. Die Nanopartikel und auch die Quantum Dots sind in der Lage, je nach Größe in der Zelle, in den Zellkern einzudringen und dort bestimmte Rezeptoren zu aktivieren, zu deaktivieren. Jetzt ist die Frage, ja, warum ist das denn so? Ist es nicht gefährlich? Die komplette Biomedizin eines Organismus, die kompletten biochemischen Vorgänge in einer Zelle, in den Organellen, im Zellkern sind und finden auf Nanoebene statt. Unser ganzer Körper findet statt
zwischen einem Nanometer und 100 Nanometern. Das ist doch unglaublich. Natürlich haben wir alle diese großen Körper, mit denen wir große, schwere Wasserkisten hin und her tragen können. Aber alles dieses ganze Große, was wir hier haben, besteht eigentlich aus diesen winzigen, winzigen, winzigen kleinen Organellen und Zellen und diesen winzigen Partikeln, wo es dann irgendwann die Verschmelzung zur Quantenebene gibt. Auch da gibt es hinreichende biophysikalische Forschung mittlerweile, die ganz klar aufzeigt, dass ab einer gewissen Vergrößerung oder Verkleinerung innerhalb des Körpers finden quantenmechanische Prozesse statt. Auch das ist unglaublich. Aber was für mich die Revolution ist in diesem Ganzen, dass Dr. Rajendran sich dran gemacht hat mit diesen besonderen Mikroskopen, die auf Nanoebene Elemente sehen und feststellen können. Damit hat er homöopathische Mittel untersucht, einige hundert Mittel, und hat auf verschiedenen Vergrößerungsstufen immer wieder nachweisen können, dass es in diesen homöopathischen Mitteln Nanopartikel gibt von den Ursprungssubstanzen und Quantum Dots von den Ursprungssubstanzen. Dabei war es so, dass mineralische Sachen und Metalle hatten mehr Quantum Dots und alles, was irgendwie aus Pflanzen und organischem Material und aus Nosoden hergestellt wurde, das hatte dann eher mehr diese Nanopartikel. Das ist großartig, weil das ist endlich mal für alle Menschen, die noch so das Fragezeichen im Gesicht haben, ja, Homöopathie ist doch Quatsch, das ist doch Humbug, da ist ja nichts drin in den Zuckerkügelchen. Leute, das ist der Beweis. Da ist was drin. Es war nur mit bisherigen Forschungsmitteln nicht sichtbar. Man konnte es mit bisherigen mikroskopischen Maßnahmen nicht sehen. Jetzt kann man es sehen. Und was heißt das jetzt für die gesamte Entwicklung der Homöopathie bzw. für uns als Mensch und unser Umgang damit? Naja, die Idee, die Hahnemann damals gebracht hat, war ja, dass er Ähnliches mit Ähnlichem behandeln wollte. Hahnemann war im Grunde der Begründer der Nanomedizin. Und heute ist so, dass die medizinische Forschung viel im Nanobereich versucht zu entwickeln und sich sehr schwer tut, weil diese Prozesse einfach unglaublich schwierig sind da und diese Verkleinerungsmöglichkeiten sind schwierig und sie verteufelt halt, die Wissenschaft verteufelt halt die Homöopathie. Und wenn da ein Zusammenarbeiten stattfinden würde, würde man wahrscheinlich viel größere Sprünge noch machen. Also Hahnemann hat durch seine Potenzierung von Mitteln es irgendwie geschafft, aus Versehen Nanopartikel herzustellen und hat dann da irgendwie festgestellt, ab bestimmten Verdünnungsstufen wirkt es besser, bei bestimmten Verdünnungsstufen wirkt es schlechter. Und so kamen dann diese ganze Verdünnungsreihen, wo wir sagen, okay, da haben wir jetzt irgendwie eine C30 oder eine C200 oder eine LM-Potenz. Und all diese ganzen Potenzierungen sorgen dafür, dass diese Nanopartikel der Stoffe, der Ursprungsstoffe, bestimmte Formen annehmen, bestimmte Strukturen annehmen, sich in der bestimmten Weise zusammenfügen und dadurch dann im Körper wirken können. Und dieses Gleiches mit Gleichem behandeln, das funktioniert in zwei Richtungen. Ja, diese Probe, die Mittelprobe quasi, die Hahnemann viel gemacht hat mit gesunden Menschen, ist, dass man einem gesunden Menschen ein homöopathisches Mittel gibt und irgendwann entwickelt er dann die Symptome, diese Substanz irgendwie als Ursprung hat. Beispielsweise, wenn ich eine Pflanze nehme und die Pflanze macht juckenden Hautausschlag. Wenn ich die berühre, kriege ich juckenden Hautausschlag. Dann hat er das Ganze potenziert und hat mit diesen Potenzen gearbeitet und hat dann Menschen das gegeben und sie haben dann juckenden Hautausschlag bekommen. Jetzt ist wichtig, er hat ihnen das nicht einmal gegeben, sondern die mussten das über viele Wochen nehmen und irgendwann gingen dann die Symptome los. Auch da wieder für die lieben Kritiker, ja, wir kennen alle diese Bilder, wo 100 Leute dastehen mit dem T-Shirt, irgendwie Homöopathie ist nur Placebo und sich dann irgendein homöopathisches Mittel tonnenweise in den Mund hauen. Ja, da passiert nichts. Warum auch? Es ist ja das Schöne auch, dass Homöopathie nicht so gefährlich ist. Würden die das aber täglich tun, über mehrere Wochen, würden da durchaus Symptome entstehen. So hat Hahnemann herausgefunden, welche Wirkung hat irgendwie so ein homöopathisches Mittel. Und das Spannende ist jetzt eben, wenn ich jetzt einen juckenden Hautausschlag habe, egal warum ich den habe, dann kann es sein, dass mir genau dieses homöopathische Mittel hilft. Weil ich, und jetzt kommt der Clou an der Sache, auf Quantenebene und auf Nanoebene innerhalb der Zellen bestimmte Knöpfe drücke, die dazu führen, dass intrazelluläre Signalkaskaden starten, dass bestimmte Rezeptoren triggert werden, dass das Immunsystem bestimmte Informationen bekommt. Und dadurch ist es dann möglich, dass das Symptom heilt. Phänomenal. Da ist sicherlich jetzt noch viel zu tun, viel zu forschen. Es gibt in der Homöopathie verschiedene große Richtungen, von denen keine falsch oder keine absolut richtig ist. Da liegt es wirklich an dem einzelnen Therapeuten und Practitioner,
Und was wir herausfinden, ist, dass wir mit unserer Testmethode einfach diese homöopathischen Mittel, die in Frage kommen, dann nachtesten können. Denn das autonome Nervensystem geht sehr wohl in Resonanz mit diesen Frequenzen dann, die in dieser atomaren Ebene in einem Homöopathikum enthalten sind. Und so haben wir sehr, sehr gut die Möglichkeit, rauszufinden von 5, 6 potenziellen Mitteln, welches ist jetzt das Optimale in dieser Stelle für diesen Patient. Und das ist klasse, das ist großartig. Das könnt ihr auch lernen, wenn ihr wollt. Wenn ihr die Dr. Mama-Methode lernen wollt, die Testmethode, dann habt ihr das alles auch auf dem Kasten. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut einfach mal auf unserer Homepage vorbei. Und ansonsten kommt auf unsere Facebook-Seite, folgt uns dort, schaut auf Instagram vorbei, da sind wir auch präsent. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über Kommentare. Aber bitte von den Kritikern nur Kommentare, wenn ihr dieses Buch gelesen habt. Ich möchte mit niemandem hier mich streiten müssen, der nicht das Buch von Dr. Rajendran gelesen hat. Denn das ist Voraussetzung, ja, weil die Erde ist rund und keine Scheibe. Okay, in dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, liebe Grüße, der Matthias.